Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und zwar heute mal wieder jemand ganz neuen entdeckt durch TikTok. El Rafo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall El Rafo und Proceed haben wir hier. Und zwar mit dem Track Icarus. Sagt mir jetzt vom Namen her gar nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, was irgendwie Icarus sein soll. Das Wort habe ich jetzt auch schon öfters irgendwie gelesen. Und ja, wir, beziehungsweise ich, höre mir den Track jetzt einmal an. Ich schaue mal hier ganz kurz, was er hier noch so hat. Also er hat hier auch schon ein bisschen mehr. Er macht das auch schon anscheinend ein bisschen länger. Ja, auch so seit 2020 auch ungefähr. Beziehungsweise 10. April 2020. Und ja. Ich habe sehr viele geile Cover hier dabei. Das Curse Cover feiere ich irgendwie. Das feiere ich auch irgendwie. Und so wie es aussieht, 2 EPs. 3 EPs sogar. Sommer in Moll. Chemical Love. Stars mit Scars. Sogar 4 EPs. Und Moon. Irgendwas. Kein Bock, falsch auszusprechen, deswegen lasse ich es einfach. Und 2 Alben habe ich gesehen. Ah, das ist dasselbe, praktisch gesehen. Nur Moon. Ach, das ist wahrscheinlich Chroniken oder so, ne? Gehe ich mal davon aus. Und das hier ist dann Winter. 7 Songs, also praktisch gesehen, so gesehen eigentlich auch eine EP. Aber ich glaube, ab 7 Songs oder ab 6 Songs wird es als Album gelistet. Und Flying Ragin. Auch wieder 7 Songs. Und das ist anscheinend, so wie es aussieht, ein komplettes Speed-Up-Album. Ja, sieht auf jeden Fall noch aus. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir schauen uns Icarus an. Genau. So, ich laber nicht lange. Ich laber schon wieder 3 Minuten. Das ist schon wieder crazy jetzt. Wir schauen durch, beziehungsweise, warte mal, ich will noch kurz bei Proceed reinschauen, weil der sagt mir nämlich gerade auch nichts. 35.000 monatliche Hörer. Wie viel hat er? 25.000, also um die 10.000 weniger, okay. Also, was haben wir denn hier bei ihm? Schauen wir mal hier ganz kurz rein, weil mich würde nämlich interessieren, wie lange er das actually macht und was er bisher schon so gemacht hat. Also, auch seit 2020, 14. August 2020, ein Album, das heißt einfach 2020 bis 2022 und das Album kam 2021. Okay. Gut, ich, soll das Album in die Zukunft schauen, oder? Also, ich gehe davon aus, ne? Daily Routines, das ist eine EP. Also, ein Album, eine EP gerade. Aktuell. Ja. Ein Album, eine EP. Ist stabil. Aber darum geht es, wie gesagt, gar nicht. So, wir gehen jetzt endlich mal rein. Jetzt 2 Minuten 47 geht das ganze Ding. Hat jetzt schon 31.357 Wiedergaben. Respekt an der Stelle. Und ja, gib ihn. Nicht mehr wohin und auch nicht mehr wofür. Denn immer wenn ich mit dir rede, schließt dein Herz die Tür und lässt da niemanden rein, nicht mal Sonnenschein. Ich dachte, du gehst.
dachte, du hältst mich fest. Und am Ende noch tiefer zu fallen. Bitte geh nicht, halt dich fest an mir. Jeder meiner Fahrt endet nur bei dir. Bitte geh nicht, halt dich fest an mir. Egal welcher Ort, ich bin nur zu dir. Aber das scheint egal zu sein. Denn ich bin für dich nicht mehr sein. Klingt auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das nur bei mir so rüber, von den Kopfhörern her, aber es hört sich so an, als wäre der Beat in der Hook zu laut und die Stimme zu leise. Kann auch sein, dass das nur bei mir auf den Kopfhörern so klingt, ich weiß es nicht. Aber es kommt mir halt zumindest so vor. Just saying, aber naja, ich kann mich doch täuschen, keine Ahnung, I don't know. Klingt auf jeden Fall geil, hat was. Beatmäßig ist so ein, ja, weiß ich nicht, ich habe irgendwie so Rock-Elemente rausgehört und ja, ich habe keine Ahnung, es ist, glaube ich, so ein Mischmasch-Beat, ne? So aus allem ein bisschen, ne? So aus allem etwas, so gesehen. Aber den Rock-Type habe ich auf jeden Fall rausgehört. Den hört man auch sehr, sehr gut. Das ist geil. Also solche Beats feiere ich am meisten. Wir machen mal weiter. Ich dachte, wir fliegen bis zum Mond und zurück. Doch für dich war ich nur ein Notfallplan, damit du nicht alleine bist. Ich dachte, mit dir hab ich das erste Mal gesehen. Doch für mich warst du mein Untergang. Mein Schicksal wird von dir bestimmt. Ich hätte mich für dich in den Arm und gestürzt. Ich wollte dir zeigen, dass ich anders bin. Anders als die anderen. Ja, ey, geiles Lied. Geiles Lied. Gefällt mir. Ja, verse-mäßig geil, hook-mäßig geil. Ich weiß jetzt nicht, wer das Mix und Mastering gemacht hat. Aber es klingt geil. Auch, wie gesagt, auch wenn es mir so rüberkam, als wäre die Stimme zu leise. Aber das ist, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlimm, weil dadurch klingt es sogar noch mal ein Stückchen geiler. Für mich persönlich. Ja. Ey, ganz ehrlich. 31.000 Wiedergaben. Komplett verdient, Digga. Komplett verdient. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, das ist auf jeden Fall der nächste Certified Banger, der auf jeden Fall rauf und runter laufen wird bei mir. Und ich glaube wirklich, dass ich auf jeden Fall bei, ich sag jetzt mal nur Raffo, weil ich habe jetzt keine Ahnung, ob es I oder L ist, aber ich glaube eher L, weil ein großes I und vor allen Dingen ein kleines I sieht, wenn überhaupt, anders aus. Aber bei Raffo muss ich, glaube ich, mal öfters reinhören. Ich glaube, da muss ich mir mal ein bisschen mehr von anhören, weil das ist, ja, ne, hat schon was. Aber genug Scheiße jetzt hier gelabert. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Alles verlinkt. Song verlinkt natürlich. Und dann würde ich sagen, ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Was auch immer ich dann für einen Schwachsinn hochlade, ne?
Habt einen entspannten Tag, je nachdem, wann ihr das Video hier seht, und tschüssi.